Weniger Grenzen, weniger Zölle, mehr Exporte und mehr Investitionen im Ausland. Das alles ist Globalisierung. Wirtschaftswissenschaftler sagen, Globalisierung bedeutet Wohlstand für alle. Doch in der Praxis gibt es auch Verlierer. Wer sind Gewinner und wer sind Verlierer der Globalisierung? Fangen wir an mit den Gewinnern. Dazu zählt Deutschland, denn wir sind reicher geworden. Jeder Deutsche hat im Schnitt heute 27.000 Euro mehr Jahreseinkommen als noch 1990. Damit zählt Deutschland zu den Ländern, die am meisten von der Globalisierung profitiert haben. Das liegt an Autos, Maschinenbau, Chemie. Produkte, bei denen wir gut sind und die im Ausland stark nachgefragt werden. Gewinner sind auch diejenigen, die gern günstige Produkte kaufen. Also lieber den Billigschrank aus China als das Designermöbelstück aus Deutschland. Solche Produkte kauft vor allem die Arbeiter- und Mittelschicht. Doch was das Einkommen angeht, gehört diese Gruppe in den Industrieländern zu den Verlierern. Viele Arbeiter und einfache Angestellte haben ihre Jobs verloren. In den USA 1,5 Millionen Arbeitsplätze, weil importierte Produkte aus China billiger waren. Vor allem Ältere leiden, weil sie nicht so leicht umgeschult werden können. Und wer seinen Job noch hat, hat kaum mehr Geld zur Verfügung als noch vor 20 Jahren. Diese Grafik zeigt, dass im Gegensatz zur Mittelschicht in den Schwellenländern die untere Mittelschicht in den Industriestaaten kaum etwas dazugewonnen hat. Hinzu kommt, Globalisierung und technischer Fortschritt machen das Leben schneller. Menschen ziehen auf der Suche nach Jobs ins Ausland. Und das wiederum verunsichert die Menschen, die sich ohnehin schon als Verlierer sehen. Und noch einen Verlierer hat die Globalisierung, die Umwelt. Aber muss es so viele Verlierer geben? Wirtschaftsprofessoren sagen, die Gewinne durch die Globalisierung sind eigentlich so groß, dass damit die Verlierer locker entschädigt werden könnten. Doch genau das haben die Politiker versäumt. Seit der Finanzkrise 2007 nimmt die Globalisierung wieder ab. Politiker in Industriestaaten fordern mehr Abschottung. Kritiker warnen aber und sagen, das gab es schon mal in der ersten Phase der Globalisierung, zur Zeit der Dampfmaschine. Damals führte wachsender Nationalismus zu 30 Jahren wirtschaftlichem Stillstand und zwei Weltkriegen.